Das eine ist, dass wir drei Spieler aus unserem Programm bei uns haben, mit Saibu, mit Schneider und mit Giffey. Ich glaube, es gibt wenige Clubs. Ihr wisst, die Kader in Basketball, die sind 12 Spieler in aller Regel. Wir haben aktuell 11 Vollprofis. Und wenn drei davon aus dem eigenen Programm kommen, dann ist das eine Quote, die hat mit Sicherheit kein anderer in der BBL. Ist jetzt, muss man jetzt nicht besonders hochhängen, aber dafür, dass wir uns das auf die Fahne geschrieben haben, dass wir das wollen, sind wir froh, dass es jetzt so ist. Und ich denke, das wird in den nächsten Jahren eher noch zunehmen als abnehmen, auch wenn es sicher Jahre geben wird, wo einfach von unten vielleicht mal weniger raus, mal weniger nach oben drängt. Aber es wird sicher auch Jahre geben, wo dann vielleicht sogar noch der ein oder andere zusätzliche Spieler aus unserem Programm auch noch da ist. Das zweite ist die Jugend unseres Teams. Luke Sigma ist mit 28 Jahren der Älteste. Wir haben jetzt nicht bewusst nur auf junge Spieler gesetzt, sondern wir haben eine ganz klare Positionierung, die sagt, wir wollen aus sehr guten Spielern Top-Spieler machen. Das ist unsere Positionierung. Wir sind nicht in der Lage, in irgendein Wettbieten einzutreten, um gestandene Spieler, die vielleicht auch für europäische oder auch für Bayern oder Bamberg attraktiv sind, um die sozusagen da mitzubieten und die nach Berlin zu holen. Da sind wir aktuell noch nicht in der Lage dazu. Und insofern wollen wir diese Spieler selber von diesem sehr guten Niveau auf ein Top-Niveau bringen. Und was dafür notwendig ist, also natürlich auch mit dem Ziel, um auch entsprechend wettbewerbsfähig zu sein. Also wir haben jetzt nicht nur Freude an der Entwicklung, sondern wir machen das, damit wir wettbewerbsfähig sind. Das ist das eigentliche Ziel. Dass dieser Weg natürlich besonders herausfordernd ist, ist auch gar keine Frage. Da werden wir sicher noch im Lauf des Tages oder in unserer Veranstaltung hier noch drauf zu sprechen kommen. Wenn man eine solche Entwicklung geht, dann braucht es da gewisse Baumeister. Wir haben vor 2,5 Jahren schon angefangen, an vielen Stellschrauben zu drehen, die jetzt nicht besonders in der Öffentlichkeit stehen, die nicht besonders, ja, wie soll ich sagen, für Aufmerksamkeit sorgen, die aber sehr wichtig sind. Das geht einmal darum, was wir mit Bernau gemacht haben, dass wir da einen Kooperationspartner haben. Es geht darum, dass wir unsere Infrastruktur perfektioniert haben. Wir haben mittlerweile als einer der ganz wenigen Clubs in Deutschland einen Trainer, der sich mit Carlos Frade, der sich ausschließlich um Individualtraining kümmert. Das bedeutet, er ist immer verfügbar, wenn die Spieler Zeit haben. Jetzt kann ich nicht lesen. Ah doch. Also ich muss jetzt kurz unterbrechen. Aus aktuellem Anlass muss ich kurz unterbrechen. Axel hat gerade gesagt, 27. Saison. Nein, ich habe gesagt, die 27. Alba als Alba. Ah, okay. Wer genau hingehört hat, wir gehen in die 28. Saison. Ah, okay. Sie haben es alle mitbekommen, ich nicht. Aber dann umso besser, aber das hat mir jetzt doch keine Ruhe gelassen. Also es ist die 28. Alba-Saison in der Bundesliga. Ja, nicht, dass da irgendwas Falsches nachher drin steht. Wo war ich jetzt? Wir haben einen Individualtrainer verpflichtet, der in dieser schwierigen Zeit, wo Spieler auch noch zum Teil zur Schule gehen, wo vielleicht auch andere Dinge interessant sind, der da die Flexibilität hat, die Zeit und vor allem natürlich die Qualifikation. Er hat in diesem Sektor schon auf sehr hohem Niveau gearbeitet, die Spieler individuell weiterzubringen. Das ist ein weiterer Baustein. Wir haben Perspektivkader gebildet. Wir haben die Physiotherapie optimiert. Ich könnte jetzt noch 100 andere Sachen sagen, die jetzt gar nicht so wahnsinnig wichtig sind. Aber ich glaube, das zeigt, dass wir sehr, sehr ernst meinen mit dieser Spielerentwicklung und dass wir hier ein Platz sein wollen, der eben Spielern, die schon ein sehr, sehr gutes Niveau haben, aber noch den nächsten Schritt nach vorne gehen wollen, dass die wissen, in Berlin können sie das unter sehr anspruchsvollen Bedingungen, nämlich unter Druck. Wir sind nicht ein Club, wo man mal hingehen kann und mal spielen kann und mal schauen kann, ob man vielleicht die Playoffs erreicht oder nicht, sondern hier ist Druck. Und das wissen wir alle. Und um diesen, ja nicht nur Druck, sondern auch um dieser Ausrichtung zu begegnen, ist es eigentlich das Allerwichtigste, dass man einen entsprechenden Trainerstaff und Trainerteam hat, der diesen Gedanken mitträgt. Und mit Aito, den wir ja auch schon vorgestellt haben, der mittlerweile auch allen, glaube ich, ganz, ganz gut bekannt ist, haben wir, glaube ich, genau die Persönlichkeit jetzt in unseren Reihen, die sich dieser, der da einerseits Lust drauf hat. Das geht auch darum, dass man Lust drauf hat, dass man auch wirklich Spieler entwickeln möchte, unabhängig davon,
dass er es natürlich auch auf allen Ebenen nachgewiesen hat, dass es ganz wenige gibt, die das so wie er auf diesem Niveau auch durchgeführt haben. Aber wie gesagt, es geht auch darum, dass man das selber möchte. Denn Ergebnisse, kurzfristige Ergebnisse damit zu erzielen, ist auf jeden Fall schwieriger. Das ist eine Riesenherausforderung. Er wird da sicher auch noch einiges dazu zu sagen. Es ist eine Riesenherausforderung mit einem jungen Team, mit einem Team, das Entwicklungspotenzial hat, das sehr talentiert ist, aber das noch nicht mit allen Wassern gewaschen ist, das noch nicht abgebrüht ist, wo einige Spieler vielleicht sogar zum ersten Mal auf diesem Niveau agieren werden, die Liga zum Teil nicht kennen, ist eine Riesenherausforderung, da zu bestehen. Und da muss man nicht nur Geduld haben, sondern auch vor allem eine ganz, ganz tiefe Überzeugung und eben nicht, wenn es dann am Anfang vielleicht nicht so gut laufen sollte, schnell vom Weg dann abrücken und irgendwas anderes probieren, sondern da ist wirklich Durchstehvermögen gefragt und natürlich vor allem auch Erfahrung. Und das ist, glaube ich, was wir hier mit Aito und seinem Trainerteam am Start haben und was auch, denke ich, für den ein oder anderen Spieler ein großes Argument war, um sich uns anzuschließen. Zum Wettbewerb. Klar, also wir werden jetzt gleich im ersten Spiel in Ulm spielen. Jeder weiß es, Ulm war letztes Jahr nach der Hauptrunde Erster. Sie haben sich ein komplett neues Team gebaut. Ich glaube, sie sind ihrem Stil und ihrer Art treu geblieben und sie werden wieder ein Spitzenteam haben. Und Ulm steht eigentlich so für eine, glaube ich, auch für die Entwicklung in der ganzen Liga. Also es gibt die zwei, die halt vorausreiten aus bekannten Gründen. Und dann gibt's aber wirklich Teams, die sich über die Jahre permanent entwickelt haben. Dazu gehört definitiv Ulm, dazu gehört Oldenburg. Ich denke, wir gehören auch dazu. Und da gehören immer Teams, die man vielleicht gar nicht so auf dem Zettel hat, aber die es wahnsinnig schwer ist zu gewinnen, wie zum Beispiel Bayreuth, Ludwigsburg, solche Teams. Wir werden ganz, ganz harten Wettbewerb in der BBL haben. Und trotzdem haben wir Ambitionen und wir wollen am Ende, wollen wir unter den ersten vier stehen. Das ist unser Ziel, das wollen wir erreichen. Und wie gesagt, bei allem Fokus auf Entwicklung und dass wir individuell und als Team wachsen wollen, wollen wir auch am Ende selbstverständlich Spiele gewinnen und wollen unter den ersten vier landen. Wenn ich mir den Eurocup anschaue und unsere Gruppe anschaue, dann können wir sagen, da haben wir im Prinzip Euroleague-Niveau. Mit Limoges, mit Bilbao, mit Partizan Belgrad, das sind alles große Namen im Basketball. Krasnodar ist ein Team, das vor zwei Jahren noch im Final Four übrigens hier in Berlin in der Euroleague stand, mit unserem Freund Sascha Obradovic als Head Coach. Also das sind große Herausforderungen, die da auf unser junges Team zukommen. Und vor allem, wir werden da wird es keine große Eingewöhnungsphase geben, sondern die werden da reingeschmissen und dann wird es gleich richtig rauschen an allen Ecken und Enden. Und wir werden gleich uns einem ganz, ganz harten Wettbewerb sowohl national als auch international stellen müssen. Und da werden wir dann natürlich sehen, wie wir als junges Team, als Team, das auf jeden Fall eine hohe Qualität hat, aber das eben, wie gesagt, nicht abgebrüht ist, vielleicht zum ersten Mal auch individuell in solchen Situationen ist, wie wir darauf reagieren.